diese Zelebrationsrichtung. Aber ich merke das auch bei mir. Ich bin emotional leider nicht in der Lage, einfach aus pastoraler Rücksicht, das ist natürlich immer das ist der Super-GAU, wenn man dieses Stichwort bringt. Ich fürchte, wenn ich mich, ich mein Werk, das habe ich ja das Glück, ich zelebriere immer nach Osten. Aber dann steht ihr alle falsch. Komme ich gleich auf die Frage von Matthias zurück, ne? Wie die sich denn in St. Peter verhalten haben, wenn der Papst immer so zelebriert hat. Wo standen denn dann die Leute? Kann ich gleich erklären. Zumindest gibt es einen Hinweis. Wir wissen, wir haben keine Aufnahmen davon, aber es gibt Hinweise dafür, wie das dann wirklich war. Aber ihr dreht euch alle nach Westen. Ihr guckt diese hässliche Visage an. Ja? Das ist auch nicht richtig. Also meine ich. Das ist falsch. Es geht auch nicht darum, auf den Altar zu schauen, sondern wir blicken, das sage ich vielleicht nochmal besser mit, sonst denkt ihr immer, ich denke mir das alles nur aus. Ja? Ich sage das lieber mit Stefan Haidt, einem großen Historiker und Liturgiker, der sitzt in Rom, am Campo Santo dort, direkt im Schatten von St. Peter. Hat ein unglaubliches Mundwerk, dieser Mann. Also ein unglaubliches Wissen, aber proportional dazu ist auch das Mundwerk. Der ist so frech, der Kerl. Das ist unglaublich. Aber sehr erfrischend frech, ja, wenn man den so erlebt in manchen Vorträgen. Also diese These, in der alten Kirche gab es ausgehend vom letzten Abendmahl, wo dann alle um den Tisch lagen, so dass da der Altar ein Esstisch ist, das ist Quatsch. Aber wenn Sie heute Abend nach Hause kommen und bei Wikipedia nach Volksaltar schauen, finden Sie diesen Quatsch gedruckt. Das ist für mich fast diabolisch, ja. Dass sich das, was falsifiziert ist, angeblich wissenschaftlich fundiert, ja, ist lange, kein Wissenschaftler glaubt das mehr, aber bei Wikipedia kann man das bis auf den heutigen Tag lesen. Das hat etwas Diabolisches, ja, wie falsche Informationen verbreitet werden. Das ist erschreckend. Ja. Und ich meine, ich wollte damit gar nicht, mit unseren Oberhirten oder sowas, wollte ich darüber gar nicht diskutieren, weil das ist gar nicht im Blick. Das sagen jetzt, lass uns doch mit diesem Kram in Ruhe. Ja. Das ist jetzt durch und Ende. Ein Trost. Wenn wir mal überlegen, was die Barockzeit an liturgischen Dingen verwüstet hat, also zum Beispiel in Salzburg gab es einen schönen romanischen Dom, da haben wir gesagt, der alte Scheiß muss weg, wir bauen jetzt was Neues. Da haben wir bis auf die Grundmauern niedergerissen und haben den einfach nochmal nach wie vor geostet, aber nochmal um 10 Grad gedreht und haben da ein neues Ding hingesetzt, dieses Monstrum, das man da jetzt sieht. In Passau, ähnlich. Also die haben das einfach platt gemacht, von wegen Denkmalpflege oder sowas. Ja. Also es gab immer in auch Erneuerungsbewegungen immer auch einen Bildersturm und eine Zerstörungswut, die irgendwie unglaublich ist. Und deshalb ist natürlich auch jetzt, wenn alle so beruhigt sind und das im großen Stil weltweit durchgeführt wurde, ja, auch in einer relativ großen Einmütigkeit, heißt das erstens heißt das nicht, dass es richtig ist und zweitens heißt es schon gar nicht, dass es so bleibt. Das ist auch ganz klar. Also über die Barock-Dinger sind auch die Zeiten drüber gegangen. Oder die Gotik hat das ähnlich gemacht. Also das heißt nicht, dass unsere Lösung jetzt von Dauer ist. Und man kann nur darum beten, dass es halt schneller geht, ja. Obwohl antike Altäre freistanden und gewöhnlich keinen Aufbau besaßen, waren sie gerichtet. Also sie waren in der Regel geostet. Und der Priester steht vor dem Altar. Aber dann ist natürlich die Frage, wohin schauen die? Die schauen gemeinsam mit den Gläubigen in die Apsis. Ich meine, hier hat es ja dann den Versuch gegeben, zumindest mit einer kleinen Auswahl, das ist natürlich weder ursprünglich noch ist das, hat das irgendeine Tradition, dieses Blumengeranke, das wir da oben in der Apsis sehen, das ist nicht alles Tralafiti. Das ist Dekor. Ja? Das können Sie auch zu Hause im Wohnzimmer oder im Badezimmer haben, so eine Ausmalung. Ja? Das lädt noch nicht zum Gebet ein. Klassisch sieht man das an diesen alten Kirchen, ob das im Lateran ist oder sonst irgendwo, oder Priscilla oder die ganz alten Kirchen oder in Ravenna. Christus oder das kosmische Kreuz, nicht wie in unserer Kirche das Leidenskreuz, das hat man in der Regel nicht gemacht, sondern das österliche Kreuz, das fertig. Das ist der Blickpunkt, zu dem man sich wendet nach Osten. In den alten
Mönchskellien in der Thebais, in der Wüste bei den Wüstenvätern, hat es immer eine Nische gegeben. Die hat man hat ja in den letzten Jahrzehnten durchaus ganze Siedlungen ausgegraben. Das waren meistens so Zweiraumkellien. Und in einem Raum, wo der sich halt aufgehalten hat, war eine Nische immer als Nische gekennzeichnet, geostet und immer mit einem Kreuz versehen. So ein kosmisches Kreuz, in der Regel mit einem Kreis da herum oder sowas. Ja. Also nie den leidenden Christus hingestellt. Das war die Wendung und das war der Blickpunkt. Und das war in den großen Basiliken nicht anders. Alle hatten den gleichen Blickpunkt. Der Priester genauso wie die Gemeinde. Alle schauten dahin. Deshalb ist mit der Gebetsostung immer auch, Stefan Heidt legt da großen Wert drauf und hat da viel, das führt uns heute Abend zu weit, wenn ich das alles sage, damit ist das Erheben der Hände verbunden. Dazu habe ich vor vielen Jahren, glaube ich, schon mal was gesagt mit dem Erheben der Hände. Also man kann das ja manchmal sehen, wenn einige das Vaterunser so beten, da gibt es einen Gebetsgestus, da ist es eher so, ich habe mein Förmchen verloren, jetzt muss ich den Sand in der Hand halten oder sowas. Das ist keine christliche Handhaltung, sowas. Manchmal kann man das bei den Priestern auch leider sehen. Die klassische Handhaltung ist das Erheben der reinen Hände, die man nach Osten hinwendet, die man Christus zuwendet. Die offene Hand. Im Grunde genommen eher nach den alten Vorbildern, der Heidt sagt, wie beim Pritschen beim Volleyball. So. Also eher so. So halten die Hände. Ja. Und verbunden mit dem Erheben der Hände ist das Erheben der Augen. Die letzte Reminiszenz haben wir im römischen Messkanon. Ja. Beim Einsetzungswort. Und wir wissen das von Jesus selber. Ja. Im Johannesevangelium, Jesus erhob seine Augen zum Himmel und betete. Ja? Das ist in die christliche Gebetshaltung eingegangen. Die Ostung, das Erheben der reinen Hände und das Aufblicken zum Himmel. Also nicht, dass auch selbst wenn die Leute sich gegenüberstanden, also man hat sich nie angeguckt. Ich meine, das ist ja auch nochmal was. Die Gemeinde muss mich jetzt in diesem Fall, ich nehme das jetzt mal sehr persönlich, anschauen. Aber ich muss die Gemeinde auch anschauen. Das ist eine Herausforderung. Das hat einen Sinn, wenn das, ich gehe jetzt nochmal auf eine andere Ebene, als rituelle Beschreibung, wenn das Kommunikationsgeschehen es erfordert. Also ein Wortgottesdienst, so viel auch nochmal zur tridentinischen Messe, ja, der Wortgottesdienst ist vollkommen klar, der muss in diesem Sinn konfrontativ mit der Gemeinde. Das ist eine Form der Verkündigung. Wie will ich mit jemandem reden, wenn ich ihn nicht angucke? Wenn ich mit Anto hier ein Gespräch führe, stelle ich mich nicht mit dem Rücken zum Anto und versuche mit ihm zu reden. Da wird denken, jetzt ist er übergeschnappt. Verkündigungssituation ist etwas anderes. Ja? In der Ostkirche sagt man bis heute noch, das ist der Teil der Katechumenen. Das ist der Teil der Unterweisung. Ja? Aber anschließend geht es eben nicht mehr um Ringelpiez mit Anfassen, etwas boshaftig formuliert, sondern um eine Verehrung Gottes in einem kultischen Akt der Eucharistie. Das ist etwas anderes. Da haben alle die gleiche Richtung. Da ist auch nicht der, es gibt inzwischen Soziologen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also es gab schon sehr früh auch Psychologen, die das, also Alfred Lorenzer ist vielleicht so der bekannteste, ja, der ein schon früh Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Buch geschrieben hat. Ich habe den da mal live erlebt, als ich studiert habe, war der mal eingeladen. Das Buch hat den etwas boshaften Titel, aber die Beobachtungen stimmen alle. Das Konzil der Buchhalter ist das, ja. Das Konzil der Buchhalter. Wo der aufdeckt, was man da eigentlich zerstört an Liturgie. Und sich, der ist Atheist gewesen, der Typ. Ja. Ich glaube sogar von Haus aus Jude und Atheist. Und der hat aber nur mal auf der Ebene der Performance, ein Wort, das wir heute so gern gebrauchen, das darf man aber ruhig mal in der Liturgie sagen, was geschieht da eigentlich rituell? Oder Soziologen schlagen die Hände im Kopf zusammen. Erstens ist es eine permanente Überforderung dessen, der da vorne steht und das Ding am Laufen halten muss, ja? weil wir uns eben nicht mehr einem Ritus anvertrauen können, sondern alles lebt dann von der Persönlichkeit. Das beginnt ja, das ist der schwierigste Teil der Messe, ist die Eröffnung. Wie trete ich der Gemeinde da gegenüber? Und Sie wissen, wie ich das inzwischen handhabe, das ist auch vom Ritus her gedeckt, dass ich nach dem der Herr sei mit euch dann gleich mit dem Schuldbekenntnis anfange. Ich kann es nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr.
Also diesen einen Satz, also wenn man etwas sagt, soll das brevissimis verbi sein, aber gehen Sie mal Land auf in die Gottesdienste, da ist ja noch, ich begrüße Sie alle sehr herzlich, unser Bischof beginnt jede Messe so, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Das ist ein Irrtum in der Veranstaltung. Der soll die Leute anschließend in sein Wohnzimmer einladen, da kann er die begrüßen. Aber im Trierer Dom, wenn der eine Eucharistiefeier eröffnet, hat er nicht zu begrüßen. Entschuldigung, wir spielen doch nicht Oberammergau und er ist jetzt Jesus von Nazareth, der die Leute begrüßt, weil sie ihm zuhören. Das ist ein Irrtum. Das ist einfach eine Verirrung. Aber das zeigt eben, dass gar nicht mehr verstanden ist, was Liturgie ist. Also, Exzellenz, ich bitte um Entschuldigung, ja, falls Sie es anschauen. Das ist eine Katastrophe. Und die richtet dabei etwas aus, in den, Guardini würde sagen, in den Seelen richtet das etwas aus. Es zerstört etwas in denen. Weil uns die gesamte Orientierung verloren geht. Kommen wir auf den Anfang zurück. Die Orientierungslosigkeit nimmt damit zu. Was also tun? Also ich bin eben davon ausgegangen, jetzt am Sonntag sozusagen die Richtung vom Werktag beizubehalten und wir nutzen das Mittelschiff. Ich hätte inhaltlich also damit gar keine Schwierigkeiten. Wobei man das natürlich rituell auch so machen muss, das muss man eher wirklich bei der Ostkirche abgucken, dass man nicht da nicht vorne irgendwer was puspelt und irgendwie da wieder Osterhase steht und irgendwas macht und die Leute denken, da ist ihm nicht langweilig oder was, sondern wenn man das anschaut in der östlichen Liturgie, steht man eigentlich nicht direkt am Altar. Nur wenn man irgendwas greift. Die stehen da weg, die legen auch keine Bücher auf den Altar. Das hält jemand, also wenn der Matthias nochmal gefragt hier, müssen wir die ganze Zeit das Buch halten. Man müsste in der Stufe davor stehen, ja, dass der Altar frei einsichtig bleibt für alle. Dass wirklich deutlich wird, nicht der puspelt vorne irgendwas, sondern alle haben die gemeinsame Gebetshaltung. Das müsste deutlich werden. Aber ich tue es deshalb nicht, weil ich Angst hätte, dass am Sonntag drauf die Kirche halb leer ist. Weil auch die Generationen, die wir jetzt vor uns haben, sind natürlich, also wenn hier 1950 schon so zelebriert wurde, obwohl das damals strengstens verboten war, dann heißt das nur, ja, jetzt ist der Kreier total bekloppt, jetzt ist er total von vorgestern, kannst du auch schon nicht mehr hingehen. Ja? Jetzt ist er übergeschnappt. Ja? Da kann ich gleich zu den Pius-Brüdern gehen. Also der Versuch ist mir zu gewagt, obwohl es richtig wäre. Obwohl es richtig wäre. Und dieses ganze Jahr, die ganzen Geschichten von früheren Hochaltären, wie die Priester nach hinten ausgetreten haben und sowas, ja. Also ich meine, die kann man jetzt inzwischen 50 Jahre nach der Liturgiereform nun wirklich auch ergänzen durch. Aber man könnte das durch viele Geschichten ergänzen, oder viel mehr, die genauso daneben sind, was das angeht. Aber der ganze Gottesdienstraum, schauen Sie sich mal alle Kirchen an, die gebaut wurden in den letzten Jahrzehnten, haben ja die Gebetsostung komplett aufgegeben. Es ist ja eine Orientierungslosigkeit im Raum selber entstanden. Gehen Sie mal, also klicken Sie sich mal durch Neubauten von Kirchen, die werden natürlich inzwischen in Zeiten von Kirchenschließungen seltener, aber jetzt vor ein paar Wochen hat der Münchner Erzbischof noch in einem Vorort von München ein Gemeindezentrum mit Kirche eingeweiht. Da können Sie, das ist so flach, da können Sie erstens keine Augen erheben, dann hängen Sie gleich unter der Decke. Und man ist orientiert, man bleibt orientierungslos im Raum und das ist etwas, was dann geschieht und damit schließt sich unser Kreis, wo wir am Ende auf uns selber zurückgeworfen sind. Wenn mir der Raum, der Kirchenraum, keine Orientierung bietet, keine Ausrichtung bietet, werde ich auf mich selber zurückgeworfen. Und ich gehe ungetrösteter nach Hause, als ich da reingekommen bin. Das ist nicht der Sinn eines Kirchenraums und das ist nicht der Sinn von Liturgie, sondern, und dem dient die ganze Gebetsausrichtung. Ich habe das heute jetzt natürlich auch, wie das manchmal so ist, nur schemenhaft machen können. Ja. Aber wenn Sie Fragen haben, ich kann da sicher auch Hinweise nochmal geben, wo man das nachlesen kann oder wie man das vertiefen kann. Der Sinn ist, dass wir im Kirchenraum selber und in der Liturgie diese Ganzheit wiederfinden müssen. Dass wir uns selber verstehen lernen. Dass wir nicht eben zurückgeworfen sind auf uns selber. Nicht auf uns verkrallen in unsere menschliche Existenz, sondern dass wir das überschreiten. Die alten Einzugsriten, also wenn man mal die alte Tradition, etwa mit der Hagia Sophia, das hat sich in der byzantinischen Liturgie bis heute gehalten im kleinen Einzug.
Das ist ursprünglich gewesen, dass man wie in Rom ähnlich Stationsgottesdienste gehalten hat. Man hat sich in einer Kirche versammelt oder vor einer Kirche und zog dann vor die große Kirche, vor die Bischofskirche. Und dort hat man vor der Tür noch Gebete, Vorbereitungsgebete gesprochen, wenn man so will, eine Form von Bußakt. Und dann hat man die Schwelle bewusst überschritten. Um deutlich zu machen, wir kommen jetzt aus unserer Welt, wie sie ist, wie wir sie wahrnehmen, wir überschreiten das in eine andere Welt. Und beides gehört zusammen. Und wir verstehen uns von dieser anderen Welt her, weil alles, was existiert, überhaupt nur ein Abbild dieser wirklich realen, existierenden Welt ist, und das ist die Welt Gottes. Und das übt die Gebetsrichtung ein. Und also so viel nochmal, wenn Sie denken, das sind alles so private Thesen, die der jetzt hat mit seiner Ostung oder so, das kann ich Ihnen alles, wen das interessiert, wissenschaftlich nachweisen. Also so viel wissenschaftlichen Anspruch habe ich. Und wir haben das in einer Zeit von Wissenschaftsgläubigkeit, wo ein Professor sich entsprechend mit den entsprechenden Beziehungen, die er hatte, durchgesetzt hat. Das gilt ja für viele Bereiche. Ich habe das bei der Psalmenauslegung schon mal gesagt, dass wir heute Psalmenteile weglassen, hat nur mit einer Missachtung der Hermeneutik der Psalmen zu tun. Dass unsere Tagzeitenliturgie, unser Stundengebet, unser Brevier ist das Ergebnis von einer vermurksten Wissenschaft, die Anfang der 70er Jahre vorherrschend war. Die gleichen Professoren, die das Anfang der 70er vertreten haben und gepusht haben und daraufhin wurde das neue Brevier gestrickt, haben 10 Jahre später davon nichts mehr wissen wollen. Aber das Brevier liegt vor. Da wird auch so schnell kein neues kommen. Das heißt, jeder, der das Brevier wirklich betet, badet diesen Mist aus, den diese Typen veranstaltet haben. Und das zeigt halt immer auch, wie schwierig das ist, wenn man sozusagen den neuesten Trend bedienen will. Man kann davor nur warnen. Ja? Das ist mir immer schlecht beraten. Denn manchmal überholt er sich schon, ich meine, es ist ja inzwischen noch schneller geworden, ja? Auch wo die Kommunikation schneller geworden ist. Wer hat früher schon wissenschaftliche Zeitschriften gelesen? Ja? Da dauerte das 10 Jahre, bis sich das durchgesetzt hat, dass das Kappes war. Oder sich die Leute selber von ihren eigenen Thesen distanziert haben. Heute geht das viel schneller. Aber es ist immer schwierig auf den neuesten Trend. Und diese Zelebration zum Volk und sowas, das war ein Trend. Damit hat man versucht, verschiedene Dinge abzudecken, weil es eine Ritusmüdigkeit auch der eigenen Hierarchie gab. Die wollten das einfach nicht mehr. Und die Beobachtung ist natürlich richtig, die Guardini hat sozusagen. Wir halten da ein System aufrecht, aber es ist innerlich nicht mehr gefüllt. Das ist eine Problemanzeige. Aber statt dann wirklich, wie es das letzte Konzil sagt und Trient gesagt hat, die Norma Patrum, die Norm, die Regeln der Väter zu bedienen, hat man sich von irgendwelchen Dampfplauderern aus Bonn oder sonst irgendwoher einen Floh ins Ohr setzen lassen und ist dieser Sache gefolgt und dachte, man folgte der Norm der Väter. Ja, das ist so. Und das Unheil, damit, das damit angerichtet ist, ich finde das unbeschreiblich. Also sollte in Ihnen dennoch etwas aufsteigen, wie, ach, wenn der jetzt immer da nach Osten steht und ich muss da immer in die Apsis gucken, so beim Beten, da, mir ist aber lieber, wir gucken uns an, dann haben Sie jene Desorientierung in sich selber vorgefunden, von der ich heute Abend gesprochen habe. Die Heilung dafür müssen wir dann noch erbitten. Danke, jetzt beten wir noch die Komplette.